du kannst ja nicht auf der Straße gehen. Und was meinst du, so der Geist des Menschen, so was passiert nach dem Tod? Da gibt es halt eben die Meinung, ja, wir haben jetzt hier die Wissenschaft, wir haben die Rationalität, damit lässt sich alles erklären und alles andere, ja, kann man vielleicht mal, wenn man einen Joint geraucht hat, drüber nachdenken, aber existiert ja nicht wirklich. Und deswegen finde ich es so interessant, sich auch mit den Gesellschaften von vor Hunderten, von vor Tausenden Jahren auseinanderzusetzen. Da ging es ja auch eben viel um dieses Vertrauen, was man hatte. Und heutzutage hat man das Vertrauen natürlich einfach gewechselt, nicht mehr in irgendeine Welt danach, sondern einfach in die Regierung. Da hast du dein Vertrauen, da hast du diejenigen, die dir sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und dann sind wir beim Punkt wieder, wie gerade angesprochene Ausgrenzung. Wenn du halt nicht dabei sein willst, musst du ja nicht, aber dann kommt die größte Urangst des Menschen überhaupt rein, dass du ausgegrenzt wirst. Da fragen sich dann schon einige, ja Leo, warum machst du das denn? Das ist ja schon mutig, aber ich habe da irgendwie nie so diesen Sprung ins kalte Wasser gesehen, sondern ich hatte von vornherein dieses Urvertrauen, dass ich gesagt habe, ja, was soll mir schon passieren, wenn ich für meine Werte einstehe? Mir kann nur das Beste passieren.